nachgeholt vom 19. Spieltag, war Derby-Mittwoch in der Lanxess Arena. Die Kölner Haie empfangen die Krefeld-Pinguine zum kleinen Rheinischen. Corey Clouston gegen Ricardo Ono. Es ist das Match zweier unterschiedlicher Trainercharaktere. Und die erste Partie nach der Pause in der Liga startet mit stärkeren Kölnern, aber dieser Riesenchance für die Krefeld-Pinguine. Gute Arbeit, schon zum ersten und dann nach dem Schuss von der blauen Linie legen die Pinguine nochmal nach. Hier sehen wir nochmal Justin Peters Ausflug und die Chance für Omicevic, die nicht zum Führungstreffer führt. Auf der anderen Seite stärker werdende Haie. Terrissen unterwegs ins Drittel des KIV und Lalonde mit diesem Kracher an den Pfosten. Keine Chance zur Reaktion für Patrick Lein. Nur das Metall verhindert einen Rückstand in der 16. Minute. Zwei Minuten allerdings nur später. Gogula macht die Scheibe zum ersten Mal heiß für die Haie. Blair Jones ist zurück im Line-Up und plötzlich Jones, da ist er drin. Der Rückkehrer mit seinem fünften Saisontreffer. Jetzt sehen wir noch mal die Vorarbeit. Dann kommt Müller, hat die Scheibe eigentlich sicher, gestört von den Haien. Und dann ist es Jones, der intensiv nacharbeitet und die Führung verbucht. Kurz vor Ende der ersten 20 Minuten. Krefeld in Scheibenbesitz, müssten den Puck tief bringen. Tun sie aber nicht. Stattdessen Gogula nach dem Stil mit der Idee. Und plötzlich ist die Scheibe ein zweites Mal drin. Nico Krämer, das tut richtig weh in der Krefelder Eishockeyseele. Und hier sehen wir es, den Scheibenverlust der Krefeld-Pinguine. Dann Gogula mit dem Auge für die Mitspieler. Keine Chance für Patrick Lein. Der ist zwar in der Ecke, kann aber das 2:0 nicht verhindern. Ricardo Uno hat Gesprächsbedarf in der Kabine und auch zurück auf dem Eis. Will seine Jungs einstellen, zurückbringen in die Partie. 27. Minute. Und dann machen plötzlich die Krefeld-Pinguine vieles richtig. Kombinationsspiel läuft. Auge ist da. Pieter, Anschlusstreffer. 1:2. Wunderschön vorbereitet dieser Treffer von Marcel Müller. Keine Chance für Peters zwischen den Pfosten. Aber nur Sekunden später, 92 werden es am Ende gewesen sein. Köln mit dem Stil, Schack mit der ersten Chance und den Rebound. Den lässt sich Felix Schütz nicht nehmen. 3:1 für die Haie. Da sehen wir noch mal Schack und die gute Aktion von Patrick Lein. Aber Trivelato kommt einen Hauch, eine Sekunde zu spät. Und dann ist die Scheibe drin. Der Schlussabschnitt. Köln auch hier die bessere Mannschaft. Und Krefeld, tja, diese Scheibenverluste, die machen es halt schwer. Blair Jones, die Chance für Gogula. Und irgendwie ist Patrick Lein am Ende wieder dran. Solche Fehler dürfen einfach nicht passieren. Gogula, einer der besten Kölner an diesem Abend, scheitert an Patrick Lein. Wir gehen in die Schlussminuten. Patrick Lein vom Eis, Uvira für Köln auf der Strafbank. 6:4 Überzahl und die Chance. Müller mit dem Auge für Omicevic. Scheibe drin, keine Chance für Justin Peters zwischen den Pfosten. Müller, was für ein Auge. Genau auf den Schläger des Rhein-Kollegen. Und dann ist die Hoffnung da, getrogen am Ende. Denn Köln gewinnt mit 3:2. Corey Clouston und seine Jungs holen sich drei wichtige Punkte. Ja, ist auf jeden Fall ein guter Start. Ne? Ich glaube, wir wussten vor der Pause, dass wir nicht unser bestes Eishockey gespielt haben. Ich glaube, die Pause hat uns allen sehr gut getan. Und man hat heute von Anfang an gemerkt, in der Kabine auch, wir waren heiß. Und wie gesagt, ja, meines Erachtens absolut verdient über 60 Minuten gewonnen heute. Köln hat gut Druck gemacht, hat viele Schüsse zum Tor gebracht, sind auch gut dann zum Rebound gegangen. Wir kamen nicht richtig rein ins Spiel. Wir haben dann leider das Tor verpasst am Anfang und dann sind wir der Führung hinterhergelaufen. Haben dann zu spät das letzte Tor gemacht und dann hat es am Ende nicht mehr gereicht. Die drei Punkte für Köln sind das eine, gewonnenes Selbstbewusstsein ist das andere. Und die Pinguine, ja, die hatten ihre Momente.
aber mit noch drei uneingespielten Neuzugängen im eigenen Team konnte man heute in der Domstadt noch keine Punkte entführen.